Sehr schön. So, wir haben im Moment wirklich sehr wenig Munition. Da sollten wir dringend nachlegen. Können wir irgendwie da hoch oder sonst was? Nee, geht nicht. Da kommen wir nicht nach oben. Hier sieht es auch nicht so aus. Es gäbe es irgendwas. Ach, schade, Mann. Ich brauche Muni. Muni, Muni, Muni. Muni, Muni, Muni. Egal, da kommen wir nicht hoch jetzt. Wow. Halt, halt, halt. Oh shit. Oh nein. Erledigt. So. Was? Wow, sehr gut. Musste ich nicht meine letzte Kugel verschwenden? Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Sehr praktisch. Ach, geh doch mal weg hier. Ach, da können wir nicht hin. Ah, die Leiter. Ich verstehe. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mit. Schneller, schneller. Ellie, der hat dich. Na toll. Okay, hol den hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Wir bleiben zusammen. Na toll, jetzt haben wir wieder den Salat. Eieiei. Schnell! Wow! Au! Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Das frage ich mich gerade auch. Wir sind in einer Mörderscheiße gelandet hier. Das sind ja Freunde, die neuen. Ach ja. Solche Freunde sucht man sich doch gerne aus. So. Vielleicht kommen Sie hier lang. Wir haben echt nicht viel Munition. Wir können nicht viel machen. Nicht bewegen. Sehr gut. Mann. Aua. Verstecken, verstecken, Ellie. Verstecken. Verstecken. Wow. Oh, der hat eine neue Brechstange. Auch nicht verkehrt. Das dürfte doch bloß der eine sein, oder? Komm schon! So. Oh Mann. Waren das jetzt alle? Ne, da ist noch einer, oder? So, ein bisschen Dings. Hier nehme ich mal die neue Brechstange mit. Der hat auch noch eine, glaube ich, oder? So, Ellie immer auf der Hut sein. Du hast gesehen, das sind Schweinearschlöcher. Scheiße. So, wo ist der? Wo ist der jetzt hin? Hallo? Ich sehe den nirgendwo. Das gibt's ja nicht. Da ist er. Ich
Immer mit der Ruhe, Mann. Alles ist cool. Du Drecksau! Boah! Das gibt's denn nicht. Jetzt aber. Ja, hallo? Der wollte uns nochmal angreifen. Ich wollte erst ihn in Ruhe lassen. Weil Vergebung ist ja auch eine Tugend. Aber der hat's echt nicht anders gewollt. Oh, 10 Pillen. Wieder eine sehr feine Sache. Haben wir hier noch was? Nee. Gut, wir kommen jetzt hier raus aus dem Affenhaus. Nirgendwo. Nee, da geht's nicht raus. Da geht's auch nicht raus. Ah, das hier. Doch, das können wir wegschieben. So. Ah, die Brücke. Wow. Nix wie abhauen. Wow. Nix wie abhauen. Wow. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Nicht stolpern. Wow. Wow. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Ach. Mist. Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Aua, das tat weh, voll gegen den Rücken. Autsch. Henry, er wacht auf. Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar, es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht. Na. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. So, vielleicht finden wir was. Haben sie gerade schon gesagt. Und ich suche hier und suche. Ach, das ist auch cool, dass man hier so Spuren hinterlässt, wenn man läuft. Guck mal hier, die ganzen Spuren. Nice. So, Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. So, da könnte es was geben. Da liegt auch schon was, das sehe ich schon. In dem Boot da drüben, das ist natürlich auch goldrichtig, Ellie. Oh, hier eine Krabbe. Das ist der Schlammkrabbenblues. Der Schlammkrabbenblues. Gibt's hinten noch irgendwas? Nee. So, vielleicht gibt's ja wirklich was in dem Boot da. Augen offen halten! Ich bin schon dabei. Oder da oben, da könnte es auch was geben. Was ist da? Eine Kiste?
Mit nix drin. Niente, nada, nothing. Verdammt. Da habe ich wieder so eine Krabbe gehört. Können wir vielleicht da hochklettern, den Wasserfall? Das wäre auch spektakulär. Sieht so aus. Bisschen durchs Wasser warten kann ja nicht schaden. Sieht auf jeden Fall interessant hier aus. Und da oben blitzt auch was. So, da geht's dann bestimmt weiter. Und was haben wir hier? Ach, so ein bisschen Spiritus. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Ja, toll, ihr Freaks. Ich wollte doch noch zum Boot gehen. Ich dachte, beim Boot geht's weiter, deswegen bin ich erst hier lang gegangen. Also gehe ich nochmal zum Boot schauen. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, sieht gut aus. So, haben wir vielleicht hier drin was? Gehen wir mal da reinschauen. Das sieht nicht so gut aus. Oh doch, hier haben wir was. Noch so ein Firefly-Anhänger. Wie viele brauchen wir denn noch davon? Beziehungsweise wie viele wir noch finden, ist die andere Frage. So, da gab es also auch nichts. Vielleicht können wir doch irgendwie in das Boot reingehen. Ach, nice, nice. So, hier muss es aber auch was geben. Eine Notiz. Der Comic, das ist den ein sie Comic. Liest. Ein Klebeband, ein Tuch. Antiteilchen-Comic. Und eine Notiz, eine Bootsnotiz. Die gucken wir uns auch mal an. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So muss es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Ich. Tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Also der hat schon ein bisschen Humor hier gehabt, der Captain. Wenn es denn der Captain war, nehme ich schon an, weil der ist ja zur See gefahren. Mit seinem kleinen Kutterboot hier. So, ich würde sagen, wir schauen auch da hinten nochmal nach. Ach, wir hinterlassen wieder schöne Fußspuren. Schöne, schöne Details. Guck mal, hier gibt es ja auch noch ein kleines Boot. Und da liegt auch Zeug drin. Ein Knüppel zum Beispiel, das ist aber nicht besser wie unsere... Ach, Munition. Noch besser geht's doch kaum. Oh, da lag noch was. War das der Knüppel? Ich glaube ja. Das war der Knüppel. Hier geht's nicht lang. So, vielleicht haben wir noch hier irgendwas liegen. Sieht aber nicht so aus. Gut. Dann gab's hier tatsächlich nicht so viel zum Holen. Nur ein paar kleine Details. Ein paar kleine Sachen. Bisschen Munition halt, 3 Schuss, insgesamt 4 Schuss, glaube ich, mit der Gewehrmunition. Dann auf nach oben. Und jetzt durch das Gulliloch da. Wo gehe ich lieber durch, als durch so ein Drecksloch? Okay, zusammen. Na los, packen wir es. Durch, Kinder. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Holt die Lampen raus. Sam, bleib hier. Also, hier drin brauchen wir wirklich Lampen. Das ist begriffen. Eieiei. Oh, 2 Meter. Das Wasserstand irgendwie, oder? Bäh. Drin sieht aber auch nicht feierlich aus und rennen können wir auch nicht. Oh, da liegt was. Okay, nichts zum Einsammeln. Aha. So, ein verdammtes Labyrinth. Okay, dann nehmen wir den anderen Weg. Mir auch nicht, aber wir haben keine Wahl.
So, habt ihr was gefunden da drüben? Wir hier nämlich nicht. Oh, Moment, da ist eine Tür. Markiert. Das sieht doch aus, als wäre die zum Ziehen, die Tür. Naja, wie auch immer. Oh, da. Ellie, schau mal, das ist was für dich. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Sehr, sehr schön. Wenn wir Ellie nicht hätten, was täten wir dann? Dumm rumstehen und blöd gucken anscheinend. Sehr nice. Voila! Voila! Das war zu erwarten, dass das jetzt kommt. Hier lang! Da vorne soll der nächste sein. Gleich hier! Ja, da ist auch ein Weg. Moment. Ich will es aber doch mal da gucken bei der Ellie. Die hat ja nicht umsonst die Tür hier aufgemacht. Es ist bestimmt hier sowas wie eine Art kleines Lager, wo man einen Haufen Zeug findet. Guck mal, da 10 Pillen. Da sind wir voll. Da sind wir voll. Gibt's denn nicht? Wir sind überall voll hier. Oh, was haben wir da? 50 Werkzeuge. Eine Notiz. Kanalisationsnotiz. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby, unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihm in diesem Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal ein Kanalmaulwurfmann. Wünsch mir Glück. Ich. Ach so, das war auch der Captain.